Jo, hallo Leute, hier sind wir, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Ja, hallo und herzlich willkommen. So, wir haben ein Problem, Leute, ne? Ihr habt mir einige Kommentare geschrieben mit einigen, ja, wunderschönen Pokémon, Wasser-Pokémon, die ich nehmen könnte. Das ging von Gyarados über Knackleon und, ach nee, Knackleon ist ja keiner. Oh. Nee, ich weiß nicht, über ganz viele auf jeden Fall. Und unser Problem besteht nun darin, was nehmen wir? So, erstmal schmeißt mal das Ei raus, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ei wird rausgeworfen, macht Tausch. So, und dann werden wir Meryl mitnehmen. Ja, und zwar, na, wie soll ich das jetzt sagen? So das richtige Pokémon irgendwie oder so das Pokémon, von dem ich jetzt gesagt habe, was ihr geschrieben habt. Yo, da bin ich überzeugt, das möchte ich mitnehmen. War jetzt nicht so der Fall. Und da wir erstmal nur ein Pokémon brauchen, was überhaupt Surfer erlernen kann, was de facto Meryl ist, ja, machen wir auch erstmal nur das, ja. Also ich mache jetzt erstmal nur Meryl, eben Surfer. Einfach mal reinklatschen, Leute, so wie ihr das kennt. Und wir gucken dann einfach mal, was wir noch machen, ja. Oder was heißt, was wir noch machen? Wem wir dann am Ende Surfer wirklich festgeben. Aber das ist jetzt nur erstmal so einfach zum Rumlaufen und um überhaupt die neuen Wassergebiete erobern zu können. Für mehr ist das noch gar nicht. So, wir könnten zum Beispiel jetzt nach... Das ist Faustauhafen, ne? Und das hier ist diese Route und hier geht eine Route weg. Aber was wäre denn mal... Was ist denn hier eigentlich? Was ist das denn für eine Stadt? See, da war ich doch noch nicht. Baumhausen City, Alter. Was? Baumhausen City? Ich glaub's ja gar nicht. Dann könnten wir doch eigentlich... Wo könnten wir denn mal hin? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich hin sollen. Das weiß ich gar nicht. Aber hier waren wir noch nicht, oder? Bei Malvenfrost City? Da so... Hm. Es gab aber auch noch so eine Sache, die sollte ich mir kaufen, habt ihr mir gesagt. Was mit der... Toll. Es gibt in dem Scheiß... Es gibt in der Saftladenstadt kein... Doch. Boah, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, es gibt in jeder Stadt einen Laden. So, und zwar Schutz. Ja, komm, mach mal rein da, wenn wir gerade schon mal dabei sind. So, und mit diesem Schutz soll es so sein, dass wir nicht angegriffen werden. Ist das richtig verstanden hab? Schutz, Schutz. Wo ist das denn? Wo ist denn jetzt dieser Schutz? Ist der bei den... Bei den anderen Items hier? Schütze, wo bist du denn? Ich finde dich nicht. Ich möchte dich aber finden. Verrate mir, wo du bist. Da ist Schutz. So. Ja, Moment. Hält 100 Schritte lang. Ach, 100 Schritte lang. Du hast doch gelitten. Was sind denn bitte schön 100 Schritte? Da gehe ich erstmal... Moment, wo muss ich denn überhaupt lang? Da gehe ich erstmal jetzt einen Weg. So, hier setze ich jetzt noch nicht... Ey, 100 Schritte. Bitte, bitte was? 100 Schritte, das ist ja... Fuck! Ja, das vielleicht auch. Das ist gar nichts, wollte ich gerade... Oh, ein Pfiff. Oh, nein. Achso, ihr sagt ja immer, ich spreche das falsch aus. Leute, ich hab da kein Problem mit zu dem Ding Gardevoir zu sagen. Oder Gardevoir, oder wie auch immer. Es gibt aber viele von euch, die scheinen da ein Problem mit zu haben. Einigen wir doch uns einfach auf Kirlia 2. Ja, das ist schön einfach. Da habe ich kein Problem. Ihr habt vielleicht ein Problem. Auf jeden Fall ist das bei mir jetzt nicht mehr diese Gardevoir oder Gardevoir oder wie das heißt. Ich kann diese französische Scheiße nicht und ich will das auch gar nicht können. Und ja, deswegen sagen wir einfach Kirlia 2 und schon ist die Sache geritzt. Das ist ab jetzt eben halt mein Kirlia 2. Wisst ihr Bescheid, ne? Hammer, kein Problem. War ich hier überhaupt schon mal in dieser Rosal-Stadt? War ich da jemals? War ich hier schon mal drin? Boah, ich weiß das gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Weiß das nicht, Leute. Fragt mich nicht, ob ich in der Stadt schon mal war. Sieht aber uninteressant aus. So, jetzt setzen wir mal diesen Schutz ein. Gib mal Schutz. Jo. Jetzt kann mir kein Pokémon mehr etwas anhaben. Kann ich Surfer machen? Jo. Nice. Dann Meryl. Yay. Boah. Gut. Na? Ihr Schwimmotter? Guck mal da. Mach mal Kampf gegen mich. Diese kurze Strecke. Wie kann ich denn locker schwimmen? Ja. Kannst du auch richtig locker schwimmen. Oh, ich muss beim...
Was ist das denn für einer? Richtig nice. Guck mal, Level 15. Der hat sogar auch schon ganz ordentlich drauf, der Junge. Wir werden jetzt gleich ein anderes Pokémon an die Front schicken, Leute. Aber jetzt muss ich kurz nochmal hier mein Kirlia 2 einsetzen. Und ich habe auch gehört, Faulenzen ist kein Dingens, sondern das ist eben, ja, ne? Hier, so eine Angelegenheit, die, ja, eine Spezialfähigkeit von meinem Pokémon. So, was machen wir denn jetzt? Knackleon wird immer noch gelevelt. Ach, guck mal, ich war gar nicht im Pokémon Center. Puh. Okay, da muss wohl Reptane erstmal rein. Ja, ja, ich war nicht im Pokémon Center. Egal, I don't care. Mach mal dann eben ein Andermar. Geh mal Andermar ins Pokémon, also in der nächsten Stadt. Pass doch auf, wo du hinsurfst. Ja, ist ja gut, Alte. Oh, guck mal, die kann sogar auf dem Wasser gehen. Das ist ja ganz interessant. Och, Meryl, ja. Ich stehe gerade auch auf Meryl drauf. Ich weiß nicht, ob das mein Meryl so gut findet. Im Übrigen hat mir einer drunter geschrieben. TT, was laberst du für eine Scheiße? Beim letzten Mal, das war ja gar nicht locker, der Arena-Kampf. Du wärst ja fast gestorben, wenn du nicht Beleber eingesetzt hättest. Ey, das war richtig locker. Wo war denn da die brenzliche Situation? Dadurch, dass wir den Beleber hatten, war doch alles gut. Da war doch keine brenzliche Situation. Brenzlig wäre für mich, wenn ich keine Beleber mehr habe, halb verrecke und so gut wie tot bin. Das wäre für mich eine brenzliche Situation. Aber die war doch nie. Ach, meine Angelschnur. Ich bin frustriert, wütend und könnte dir eine reinschlagen. Alles klar, komm her. Jetzt bist du wieder so ein Rein. Ah, nee, nee, nee. Ah, du bist der Angelmann. Onkel Sam in Angelform oder was? Ja, ja. Der gute. Och Gott, wirklich. Och Junge. Och komm schon. Och, das. Och nee. Hör mal, das meinst du doch nicht ernst, oder? Du willst mir so ein Carpador Level 5 anbieten, oder was? Ey, das. Boah, nee. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist, Leute? Mit 10 Erfahrungspunkte. 10 Erfahrungspunkte. Vielleicht hat ein Tentascha ja mehr drauf. Level 2? Oh nö, Level 10. Ja, ist doch immerhin schon mal ein bisschen mehr. Da freut doch mein Herz schon mal. Ja, willst du mir sagen, die Trainer können nix oder was? Obwohl, oh, Knackleon. Ja, sauber. Level 35 muss Knackleon sein, damit es sich weiterentwickelt. Aber, ja, und Level 5. Oh. Ich habe gehört, dass diese Weiterentwicklung von Knackleon auch gar nicht so einfach zu trainieren ist und dass erst 31, ein Kapado gibt ja nichts, dass erst mit dem Libeldra, mit der Entwicklung von hier überquerst, nimmst du eine Abkürzung nach Rosalstadt. Haha, das ist kein praktischer Tipp. Nee. Mein Pokémon ist einfach einmal. Schau mal, zeig's hier. Nee, wo war. Ach, der Pokémon-Liebhaber schon wieder. Wo war Pokémon-Fan Miguel? Wo war ich denn? Was habe ich gerade erzählt? Ich habe schon wieder vergessen. Wir sind schon wieder 8 Minuten. Oh, was geht? Ich hab's vergessen. Was habe ich euch erzählt? Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, greif mal. Ja, greif mal öfter an. Dein Volltreffer. Dreimal getroffen. Komisches Eneko. Ach so, genau. Dass ich dem Geheimpower beibringen soll, auch. Habe ich noch nicht gesagt, aber könnte man sagen. Ja, dass die Form wohl auch nicht so gut zu trainieren ist und dass erst ab Libeldra, was man bei Level 45 bekommt, die Party richtig abgeht. Ja, werden wir mal gucken, ne? Und ab Level 36, glaube ich, entwickelt sich mein Reptane. Reptane? Ja, mein Reptane auch weiter. Ja, natürlich haben wir den Miguel eingetragen in eine Pokémon. Guck mal, zwei Schwestern schon wieder. Hallo, ich bin die Nora und das ist meine kleine Schwester Joe. Wir kämpfen stets zusammen. Ja, ist ja geil mit ihrer rauchigen Stimme hier. Schon eindeutig zu viel gequalmt, ihr beiden Schwestern. Ja, eine Herausforderung, na? Und was habt ihr? Pichu und Michu? Ne, Plus und Minus habt ihr. Müsst aber mit den Vorzeichen aufpassen, ne? Da kann nämlich Stress geben, wenn er nicht aufpasst. Da habt ihr hinterher ein Plus zu viel oder ein Minus zu viel. Ja, mach mal deine Klatsche da. Rechte Hand. Ihr setzt rechte Hand ein. Ich zeige dir gleich mal, wie ich jetzt hier meine linke Hand einsetze. Guck mal. Das ist linke Hand. Viel besser als rechte, ne? So, komm, mach's kaputt jetzt. Ich habe keinen Bock mehr zu fighten. Es schlug fehl. So, Reptane. Nice! Und damit hätten wir das Ganze dann auch mal besiegt. Kirlia 2 und Reptane haben es ordentlich hier gezeigt. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich finde auch den Namen Kirlia 2 sehr schön. Wo bin ich eigentlich? Wurde ins Pokémon, ja. Habe ich hier so die Schutz wirkt nicht mehr. Was ging aber doch recht lange, ne? Spürst du die Berührung? Ja.
spüre ich. Unsere wohltuende Wohlgeruch ist. Achso, und wer immer wieder mich diskriminiert, weil ich nicht richtig lesen kann, ne? I don't care! So, das war meine Antwort darauf. Knills, was ist los? Level 14, guck mal, Reptain. Ich bin gleich Level 30. Ich freue mich schon voll Level 30 zu sein. Weil das ist voll selten. Aber, oh Gott, nicht im Ernst, oder? Och, nicht wirklich. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen, Leute. Ich wollte jetzt einfach mal... Was, er hat noch eins. Ich wollte einfach mal da oben hingehen jetzt, ne? Über das Wasser und dann ganz nach oben. Ich zeige euch das gleich nochmal auf dem im Pokénav, wo ich hingehen wollte. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch... Ja, es gibt bestimmt noch einen falschen Weg. Wahrscheinlich renne ich jetzt geradewegs zur 8. Arena, so wie ich mich kenne. Aber ich werde einfach mal ein bisschen ausprobieren, Leute. Und wir gehen einfach mal irgendwo hin. Und wenn wir starke Pokémon auf Routen mit starken Pokémon treffen, wäre das ja nur umso förderlicher. Ne? Dann könnte man nämlich mal wieder ordentlich leveln. Weil das geht mir auf den Nerv mit den Leveln jetzt hier. Guck mal, das dauert doch ewig, bis da was gelevelt ist. Lava Keks. Ich brauche dich, bitte. Wo ist das denn jetzt? Ah, na, da. Nur noch zwei. Ich muss wieder zu der alten, unbedingt. Ich muss mir noch mal ein paar verkaufen von der guten, von dem guten Zeug. Ach, guck mal, da gäbe es jetzt noch ein paar Trainer. Hier ist ja das Rätselhaus, ne? Ja. Aber, um ehrlich zu sein, habe ich gerade keinen Bock auf die Trainer, sondern ich will erstmal weiterkommen. Von mir aus können wir die später auch noch irgendwann machen. So, warte, ich wollte euch auch noch mal kurz im Pokémon-Nav zeigen. So, genau, ich wollte jetzt nämlich hier hoch, wollte hier abbiegen und wollte dann zack, zack, zack. Obwohl, da oben die Stadt könnten wir auch mitnehmen, ne? Ja, nimm mal die Waldorfschule noch mit. Nix gegen Waldorfschüler, Leute. Ah, Gott bewahre. Nee. Ich weiß nur, dass ich meinen Namen nicht tanzen kann. Ich habe das ja immer für einen Witz gehalten, ne? Weiß nicht, ob ich das euch... Ja, habe ich bestimmt irgendwann mal... Ja, Schutz wirkt. Ja, perfekt. Weiß nicht, ob ich euch das irgendwann mal erzählt habe. Aber ich habe... Oh, ich muss schon wieder gucken. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es immer für einen Scherz gehalten, dass die Waldorfschüler ihren Namen tanzen können. Was ist das denn da? Der Weihnachtsmann oder was? Ich habe es immer für einen Scherz gehalten. Und dann sagt mir doch tatsächlich ein Mensch... Ey, das ist kein Scherz. Die können das wirklich. Oh, ich denke, what the fuck? So, nun gut. Kapador-Trainer. Profi-Angler. Was? Eine Profi-Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja. Da sind ja der gleichen Meinung. Ich schenke dir eine Profi-Angel. Yay! Danke, Kollege, Mann. So, und jetzt haben wir hier wieder unsere Reporter. Was geht? Du bist TT-Gamer. Hallo, erinnerst du dich noch an uns? Zeigst du uns, wie stark du geworden bist? Okay, das war das Stichwort. Okay, jetzt mach gute Aufnahmen von meinem Reptain, bitte. Ich möchte im Fernsehen sehen auf Radio, 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 Poco, 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 Radiosender, VOTV. Und, oh mein Gott, ihr habt so eine komische Krakelo. Anatawa. Oder würde man sagen, wenn ich jetzt ganz überrascht bin von diesem Monster und nicht wüsste, was es ist, dann würde man, glaube ich, sagen, Arwa, Donata Riska. Ja? Das heißt dann so viel wie, wer ist die Person dort drüben? Arwa, Donata Riska. I don't know. Ich bin paralysiert worden, oh nein. Er setzt die Aula ein. Toll. Interessiert mich das? Nein. Mich interessiert nur, dass mein Gardevoir schon wieder kaputt ist. Und... Achso, ja, ja. Ich sollte dringend ins Pokémon-Center gehen, Leute. Ich brauche dringend... Nein, was? Er überlebt mit so wenig? Meinst du das ernst? Meinst du das wirklich ernst? Alter, gehen mir die scheiß Reporter auf den Sack. Verletz dich mal selbst. Oh, ich hab Superschall blockiert. Nice. Ja, es kann nicht angreifen. Gardevoir, mach fertig. Ah, Entschuldigung, Kirlia 2, mach fertig. Yay, nice. Oh, ist das ätzend. So, jetzt gleich haben wir den komischen Typen da auch weg. Den Krakelo-San oder Krakelo-Chan oder Krakelo-Kun. Kun, je nachdem wie... Oh, sauber, er hat sich selbst getötet. Oh, Self-Mode-Action.
Oh, sauber. Nice. Ein intensiver Kampf. Ja, da war er sogar wirklich so halb, ne? Wow, seit unserem letzten Kampf bist du stärker geworden. Viel stärker. Unser Gefühl, du würdest ein heißer Trainer werden, hat uns recht gegeben. Was meinst du? Dürfen wir dich noch einmal... Ne. Oh, okay. Aber gib nicht auf. Wir werden dich weiter im Auge behalten. Ne, ich hab keinen Bock mehr, von euch interviewt zu werden. Och, und er dreht sich in dem Augenblick um, in dem ich vorbeigehe. Ich bin ein Angler, aber auch ein Trainer. Pokémon auf. Okay, den machen wir jetzt noch. Dann machen wir auch schon wieder Ende hier. Ich muss nämlich schon andere Sachen aufnehmen. Ich muss gleich noch lernen. Und ich muss gleich noch Hausaufgaben machen. Ich muss noch Japanisch lernen. Ich muss noch Referat. Was? Sein Tentacha ist so stark. Da kann ich nur Absorber gegen. Boah, Giftkugeln. Es kann nicht angreifen. Ich glaube das ja nicht. Ich habe keinen Bock, den jetzt aufzufüllen, den Reptane. Dann machen wir eben Kirlia 2. Mach fertig jetzt. Ja, Superschall, toll. No, Gott! Wie bitteschön kann ein Psycho-Pokémon verwirrt werden? Kann mir das mal jemand erklären? Ich glaube es nicht. Kann mir das jemand erklären? Ich bin das Psycho-Pokémon. Ich kann in die Psyche anderer Pokémon angreifen. Ich kann die Leute verwirren. Wie um alles in der Welt kann ich verwirrt werden? Ist doch absurd. Boah, kriege ich schon wieder richtigen Plack an die Füße. So. Nice. Was? Kaviana ist doch diese Piranha von Team Aqua. Die haben die auch immer. Ja, ja, den kenne ich schon. Das ist ein Noob. Das ist ein richtiger Noob. Ich zeige euch jetzt. Keine Wirkung. Nein. Der Fuck ist auch noch vom Typ Unlicht oder was? Oh, fu. Oh, oh. Oh mein Gott. Das ist ja gar nicht gut. Oh, oh. Ich bin tot. Ja, ich bin doch nicht tot. Und jetzt pass auf. All deine Punkte werden mein sein. Aha. So einfach geht das, mein Freund. So, gepokert bis zum letzten, würde ich mal sagen. So, Spieler besiegt. Der komische Albrecht oder wie es. Ich lese das nie, Leute. Ich lese das nie. So. Jo. Nein! Hi, TT-Gamer. Ich bin's treu. Wir haben uns in der Höhle in der Nähe von Haus Orten gesehen. Hast du seitdem viele Pokémon gesehen? Ja, in der großen Welt. Gibt es viele verschiedene Arten von Pokémon. Wenn du nur deine Lieblings-Pokémon aufziehst, ist das völlig in Ordnung. Seht ihr, Leute? Seht ihr? Scheiß auf die Typen. Scheiß auf die Pokémon. Scheiß auf alles. Wenn ich nur meine Lieblings-Pokémon aufziehen will, dann ist das in Ordnung. Der Treu hat es gesagt. Also an alle, die euch, die die ganze Zeit rumtaktieren, von Anfang an mir gesagt haben, ich wäre scheiße, weil ich die Pokémon nicht richtig erziehen würde und weil ich ja nicht die richtigen Pokémon nehmen würde. Der Treu hat es legitimiert. Das Spiel selbst legitimiert es. Da habt das. So, Entschuldigung. Aber vielleicht findest du es ja auch spannender, unterschiedliche Pokémon aufzuziehen. Nee, finde ich nicht. Was denkst du als Trainer darüber? Okay, das geht mich gar nichts an, richtig. Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles klar. Der Treu hat's gesagt. Nein, 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 nein. Ich hab Blanasch nicht dabei. Nein. Ich glaub's nicht. Ich hoffe, ich kann da auch so hochgehen. Ob ich da hochgehen kann und was sonst noch so passiert. All das und viel mehr sehen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Table Tennis Gamer. Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao.